So, hallo lieber Stream- oder Videoaufzeichnung. Willkommen beim Arbeitskreis 4 der Fraktion zu den Themen Bauen, Stadtentwicklung, Wohnen, Verkehr, Klimaschutz, Klimaschutzplan, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft, Verbraucherschutz, Wirtschaft, Mittelstand, Energie, Bergbausicherheit und chemische Industrie. Und was fehlt? Handwerk. Handwerk. Das ist unentschuldbar. Industrie und Handwerk, weil du musst ja mal da oben reinschreiben. Okay. Wir haben eben schon über die aktuellen Stunden diskutiert, nebenbei, die heute eingereicht werden. Wir werden aus unserem Fachbereich jetzt keine einreichen, auch wenn wir die Preiserhöhungen im ÖPNV angedacht hatten. Es dazu einen kleinen Text gab. Gibt es dazu noch Anmerkungen oder Fragen hier? Ich war zu spät, glaube ich. Also Grumpy hatte das vorgeschlagen. Ich hatte das gestern nicht auf dem Plan, eine Aktuelle Stunde zu dem Thema einzureichen. Wahrscheinlich, weil ich das Thema für mich schon zu weit weg war, weil ich das schon lange weiß. Aber am Freitag tagten die Gremien des VR und haben das festgezurrt. Und es gibt halt 3,8% Preiserhöhung. Es gibt beim Semesterticket Kündigungen der Verträge und 5 Sonderzahlungen, wenn der VR sich so durchsetzt. Die Studentenverbände haben schon Proteste angekündigt, aber erst nach der Semesterferien. und es gab auch, also offiziell in der PM des VR steht, glaube ich, wegen der EEG-Umlage und der Tariferhöhung im öffentlichen Dienst. Aber es gab auch Aussagen, weil das Land oder das Ministerium das so wollte, dass das über die Preiserhöhung gemacht wird und weil auch die öffentlichen Haushalte geschont werden sollen. Denn es hängt nicht daran, dass es zu wenig Einnahmen gibt. Die Einnahmen sind sogar gestiegen bei den Verkehrsbetrieben in den letzten Jahren. Das heißt, es ist nicht so, dass die jetzt irgendwie weniger Einnahmen haben als früher. Die Fahrgastzahlen und die Einnahmen sind gestiegen. Gut oder auch nicht gut. Das behaupten Sie, das stimmt wohl auch. Die Ausgaben sind auch gestiegen. Gut, dann würde ich gerne zunächst darüber sprechen, ob wir noch für das Plenum Anträge oder sonstiges, Entschließungsanträge oder so haben. Ich habe einen. Dann werde ich meinen mal kurz vorstellen. Jetzt habe ich dummerweise gerade nicht den Titel zur Hand. Es geht am Freitag um Regionalisierungsmittel im Landtag, im Plenum. Und den Antrag hat die FDP eingebracht. Er heißt bedarfsgerechte Finanzierung des SPNV sicherstellen, Benachteiligung Nordrhein-Westfalens bei der Verteilung der Regionalisierungsmittel beseitigen. Toso hatte schon ich habe einen Umlaufbeschluss gemacht, ob wir auf diesen Antrag mit draufgehen. Also ich würde gerne auf diesen Antrag mit draufgehen. Ich weiß nicht, wie die Verhandlungen gerade sind. Stefan, hat sich noch mal jemand gemeldet? Ich habe am Freitag mit dem Referenten von Grün, mit den Referenten von SPD, Grünen und FDP gesprochen. Alle drei Fraktionen sind auf dem Antrag. Ich habe heute mit dem Referenten der CDU gesprochen. Die CDU ist inhaltlich bei dem Antrag, wird ihm aber wahrscheinlich nicht beitreten, aus Gründen. Ich habe den Antrag gelesen und ich finde, in dem Antrag gibt es keine Signalwörter, die irgendjemanden erschrecken müssen. Der Antrag ist so geschrieben, dass er im Grunde eine Allfraktionenerklärung ist, die sich an den Bund richtet. Das ist nämlich die eigentliche Adresse.
Tatsächlich aber gibt es im Titel schon einen Begriff, der eigentlich nicht zur FDP passt, nämlich es wird von bedarfsgerecht gesprochen, nicht von nachfragegerecht. Die beiden Begriffe sind unterschiedlich besetzt in der SPNV-Debatte und das fand ich herausragend. Ich weiß nicht, ob es ein Versehen ist oder ob die wirklich hier unsere Argumentation mit übernehmen, aber ich befürchte, es ist ein Versehen. Ansonsten, ja, also es werden, wenn wir dem Antrag beitreten, 4 Fraktionen drunter stehen. Die CDU wird es wohl nicht tun. Also der Antrag ist von der FDP so gestaltet, dass man nichts gegen den Antrag, also dass man nicht irgendwie nicht zustimmen oder beitreten könnte, weil da irgendwie die SPD, die FDP noch irgendwie den Klimaschutzplan verbraten hat oder sonst was, sondern der ist ich sage mal einfach konstruktiv gehalten und beschränkt sich auf die Problematik, dass Nordrhein-Westfalen bei den Regionalisierungsmitteln stark benachteiligt ist und bei den jetzt anstehenden Verhandlungen im Sommer das halt korrigiert werden muss, um es mal ganz knapp zu sagen. Also für alle, die es vielleicht nicht wissen, die Regionalisierungsmittel fließen, um die Leistungen im SPNV, also im schienengebundenen Nahverkehr, zu finanzieren. Seit das beim Bund so beschlossen wurde, sind jährlich aktuell, ich meine, 6,3 Milliarden Euro, die nach NRW fließen. Würde der Anteil NRWs nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel geschehen, wären das jährlich mindestens 400 Millionen mehr. Weil NRW nach den Regionalisierungsmitteln momentan nur 15,6% bekommt, anstatt 21,6% nach dem Königsteiner Schlüssel. Der Königsteiner Schlüssel berücksichtigt ungefähr die Einwohnerzahl, ungefähr die Infrastrukturbelastung und so weiter. Also es ist in der Tat ungerecht, was da geschieht und alle wissen es, aber es läuft nicht erst, seit die rot-grüne Regierung am Ball ist, sondern es läuft auch schon seit der schwarz-gelben Regierung und deswegen gibt es auch kein Bashing. Kein. Okay. Wissen wir denn, warum das bisher so läuft? Schlecht verhandelt oder andere Interessen zwischen Land und Bund? Ja. Okay. Mir kommt da die Erinnerung an ähnlich gelagerte Anträge, die eigentlich schon durch sind. Also mit dem Impetus besser verhandeln und gerechtere Bedingungen herausschlagen. Deswegen irritiert mich dieser Antrag der FDP. Ist zum 593. Mal das Gleiche. Was soll das? Nee, zum Regionalisierungsmittel hat man das noch nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Also wir hatten so einen Antrag zum Regionalisierungsmittel noch nicht und es besteht halt die Verhandlungen sind jetzt halt unmittelbar bevor, deshalb... In 2014 werden die Zahlungen von 2015 bis 2019 ausverhandelt. Das heißt, aktuell geht es darum, wenn schon die Gesamtsumme nicht erhöht wird, aber das ist ja auch Teil des Antrags, die Dynamisierung zu verstärken. Also es geht um die Dynamisierung der Mittel, aber es geht vor allen Dingen auch um die Verbesserung, und das ist, glaube ich, unstrittig in NRW, um die Verbesserung der Position NRWs. Und Winnie, du hast recht, es gab verschiedene Anträge, die den Königsteiner Schlüssel reklamieren, aber keinen dieser Anträge bezog sich auf die Regionalisierungsmittel, die bezogen sich auf die Entflechtungsmittel und so weiter. Und zu den Gründen oder zur Frage von Kai. Also der erste Grund ist, irgendwann mal wurden die, ich weiß gar nicht, steht das auch im Antrag? Irgendwann mal wurden die Regionalisierungsmittel festgelegt. Und zwar auf Basis der Fahrleistungen im jeweiligen Bundesland. Und das ist aber schon sehr lange her. Ich weiß gar nicht mehr. 1900. Also es ist sehr lange her. Die Bahnreform, die Regionalisierung der Bahn, 1994 hat die stattgefunden. Dann muss das 1994, 95 gewesen sein. Also wurde festgelegt aufgrund der Fahrleistung, aktuellen Fahrleistungen in den Bundesländern, wie die Regionalisierungsmittel verteilt werden, und zwar nicht aufgrund der Bevölkerung oder Bedarf oder sonst irgendwas, sondern einfach so, wie die Bahn, Deutsche Bahn gerade gefahren ist. Und seitdem gab es allerdings durchaus eine Entwicklung in Deutschland. Die Verteilung ist immer noch so, dass NRW halt 15% kriegt. Aber nach allen anderen Verteilungsschlüssen, auch übrigens nach Verteilungsschlüssen, wo NRW dann halt was zahlt, sind das immer, ganz grob gesagt, eher
24-25%. Und zweite Sache ist, dass wohl schon mal das nachverhandelt werden hätte können. Und zwar hatte NRW eine Chance, in der ersten Hälfte des ersten Jahrzehnts, des Jahrtausends. Aber Steinbrück, Clemens wollten ja gerne diesen schönen Metrorapid haben. Und der Bund sollte sich ja mit mehreren Milliarden, ich weiß nicht mehr, wie viel das war, am Metrorapid beteiligen. Und dann hat NRW halt gesagt, gut, dann lassen wir das mit den Regionalisierungsmitteln so und verzichten auf eine halbe Milliarde pro Jahr, weil wir kriegen ja den tollen Metrorapid und damit ist das dann praktisch abgegolten. Seitdem entgehen uns 400 Millionen irgendwas, mehr als 400 Millionen Euro pro Jahr, aber dafür haben wir ja den Metrorapid. Wird dann in der neuen Verhandlungsrunde der RRX zum Spielball oder wenn das jetzt... Weil der RRX ja in... Der RRX ist ja im Grunde, ja, Entschädigung kann man kaum sagen, weil andere Bundesländer kriegen viel mehr. Der RRX ist aber ja extra als Fernverkehrszug eingestuft, obwohl er natürlich Aufgaben eines Nahverkehrszugs übernimmt, damit er Bundesmittel kriegen kann. Also eigentlich sollte das nicht geschehen, dass der RRX hier zum Gegenstand der Verhandlungen wird, weil der RRX politisch im Grunde durch ist. Er ist finanziell natürlich noch lange nicht durch. Und er ist, also ich bin kein glühender Verfechter des RRX, weil hier eine Behauptung geführt wird, die implizit sagt, dass eine andere Lösung nicht machbar ist. Aber eine andere Lösung ist machbar, zu einem deutlich geringeren Aufwand, nämlich die Beendigung der unproduktiven Trennung von personennah und personenfernverkehr. Würden wir die Kapazitäten, die momentan durch den Rhein-Ruhr-Raum gehen, für Nah- und Fernverkehr addieren, bekämen wir fast die Kapazität hin, die mit dem RRX realisiert werden soll, zu einem deutlich anderen Volumen. Die Trennung, also der sogenannte sich selbst finanzierende Fernverkehr und der regionalisierungsmittelfinanzierte Nahverkehr, ist ein Ding, von dem ich glaube, dass wir politisch noch dranbleiben sollten. Es ist aber, glaube ich, genauso nicht opportun, deswegen eine Lanze gegen den RRX zu brechen, weil wir natürlich mit dem RRX auch die Kapazitäten ausbauen, neue Gleise, neue Anlagen, neue Signaltechniken, die genauso gebraucht werden. Deswegen, glaube ich, macht es keinen Sinn, gegen den RRX zu votieren, obwohl er für sich im Grunde nicht nur sinnvoll ist. So, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema weg. Gibt es noch eine Frage zum? Das ist spannend. Das ist spannend, das stimmt. wir können auch gerne nachher noch über den RX diskutieren. Gibt es zu dem SPNV-Antrag noch Fragen? Ansonsten brauche ich noch im Umlaufbeschluss noch einen, der dafür stimmt. Das mache ich jetzt. Wunderbar, dann sind wir nämlich, glaube ich, 10. Weil Toso hat zwar unten geschrieben, ja, ja, aber er hat nicht abgestimmt, nur einen Kommentar geschrieben. Und ansonsten haben wir 9 Teilnehmer bisher. So, dann würde ich einen Blick ins... Hans-Jörg hat noch einen Antrag, Entschließungsantrag oder sowas mitgebracht, der jetzt im Plenum landen soll. Wir hatten keinen Entschließungsantrag, sondern eine Aktuelle Stunde. Nein, ich wollte wissen, ob du noch was hast aus deinem Bereich, Nein, habe ich nicht, nein. Gut. Dann würde ich einmal aber gut, dass du jetzt da bist, Hans-Jörg, dann würde ich nämlich einmal ganz kurz durch die Tagesordnung gehen, ob wir noch was haben, wo Redner fehlen oder wo noch Diskussionsbedarf ist. Und ich glaube, wir haben gleich noch einen Anfang. Moment warten, ja, auf Simone, die kommt auch gleich. Sollen wir dann lieber erstmal mit den Ausschüssen anfangen? Ja, würde ich vorstellen. Dann machen wir erstmal die Ausschüsse. Und zwar würde ich mit Wirtschaft, Energie, Wohlstand, Mittelstand, Handwerk, Wohlstand, Industrie anfangen.
habe ich dich zu sehr aus dem Konzept gebracht. Als Sprecher für Wohlstand. Ja, ich würde einfach mal den Linus um einen Bericht bitten an der Stelle. Verdammt, ich bin Angestellter. Ich muss jetzt machen. Also für den Bereich Wirtschaft kann ich kurz darauf verweisen. Wir hatten gerade eine Ausschusssitzung und da haben wir mal wieder über Breitband gesprochen. Damit habe ich viele ja schon lange genervt, die sind ja seit langem dran. Jetzt allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, ist da auch viel in Bewegung. Das ist ja auch das Spannende an dem Thema, dass die Landesregierung inzwischen in die Potte kommt und zumindest nach außen hin inzwischen vieles versucht, um die Breitbandförderung zu verbessern. Auch so Kernforderungen, die wir schon vor mehr als einem Jahr gestellt haben, und da hieß es auch, das geht gar nicht, zum Beispiel, dass die Förderprogramme, das Hauptförderprogramm, das darf derzeit nur kleine Städte, die einen Anschluss unter 2 Mbit haben, zu fördern. Dass man einfach sagt, das ist zu 98% erfüllt und 99% in Nordrhein-Westfalen, das heben wir jetzt mal auf 6 Mbit an, damit neue Kommunen überhaupt reinkommen in die Förderprogramme. Die 2 Mbit-Definition ist aus den 90er Jahren. Ja, da, ich war letztens auf einer Fachkonferenz, da fragte der Moderator, Jungs, was ist denn hier eigentlich los? Ihr habt hier eine Definition aus den 90er Jahren und wir wissen alle, der digitale Wandel geht so schnell. Wer hier mit Definitionen von vor 10, 20 Jahren hantiert, der hat in der Zwischenzeit völlig geschlafen. So, inzwischen sieht die Landesregierung das ähnlich, schreibt in ihrem Bericht, der auch im Umweltausschuss da debattiert wurde oder zur Sprache kam, schreibt jetzt, dass die Landesregierung sich dafür einsetzt, dass endlich diese Grunddefinition erhöht wird. So, und das war unsere Forderung, eine unserer Forderungen von vor mehr als einem Jahr. Und langsam versucht die Regierung da was zu machen, hat jetzt auch am runden Tisch verschiedene Maßnahmen erörtert. Umgesetzt wurde noch nichts, aber zumindest, wie gesagt, von der Sprache, von den Vorhaben geht das alles in die richtige Richtung. Alles? Alles natürlich nicht. Alles natürlich nicht, aber man muss, ja gut, aber man muss gucken, was kann auch ein Land leisten und das ist einmal, kann man es vielleicht ein bisschen aufschlüsseln, einmal müssen die Rahmenbedingungen gut sein und auch die Förderprogramme müssen wirklich passen und das zweite ist halt Geld. Ne? Und zumindest beim ersteren Punkt kommt Bewegung ins Spiel. So. Ich hatte jetzt das im Detail nicht verfolgt, aber mitbekommen, eine einzelne Aussage mitbekommen, dass der Minister sagte, wir können nicht jede Region erschließen. Also war dieser runde Tisch auch direkt schon das Signal, dass man einzelne Regionen auch in 20 Jahren noch außen vor lassen wird? Dann noch eine Anschlussfrage. Ich weiß, dass mindestens in Teilen des Kreises Borken eine private Initiative eines Unternehmens läuft, die darauf hinauslief, dass die Bevölkerung einen Mindestabnahmeprozentsatz realisieren muss, also x Prozent einer gegebenen Haushaltszahl mussten zustimmen, auf ein Glasfaser-Breitbandnetz umzusteigen und dann wurde das alles komplett privat finanziert, also sämtliche Stufen der Infrastruktureinbringung wurden privat erbracht und das der Anteil derer, die zustimmen mussten, lag irgendwo bei 20 oder 50%, ich weiß nicht ganz genau. Ist das eine Möglichkeit, hier eine private Initiative auf den Weg zu bringen, mal so als FDP-Sprecher? Also ich glaube, Borken ist mit solchen Initiativen nicht alleine. Überall da, wo sich die Bürger dann verlassen fühlen, besteht aus meiner Sicht generell die Möglichkeit, so zu intervenieren. Und ich glaube, dass es da tatsächlich auch bundesweit an mehreren Orten zu solchen Dingen kommt, dass die Bürger das selber in die Hand nehmen oder halt auch exklusive Verträge aushandeln. Was die Unterdeckung betrifft, die Nichterschließung von ländlichen Räumen, ich weiß die Zahl jetzt nicht mehr, aber 95% war das richtig, 95% das, was wir schaffen wollen und 5% war dann das, wo wir sagen, das erschließen wir mit LTE. Also es sollte auf jeden Fall nicht darauf hinauslaufen, dass es gar nicht erschlossen wird, sondern soll darauf hinauslaufen, dass es wahrscheinlich mit LTE erschlossen wird. Nun ist LTE, wer ein Handy hat, erstmal eine schöne Technik, eine schnelle Technologie. Problem ist natürlich, das sind dann Shared, also geteilte
Kapazitäten, die dann vorliegen, so ähnlich wie bei Unity Media, die ja auch 100 Mbit ankündigen und je nachdem, wo ich dann wohne und wie viele Leute sich diesen Anschluss teilen, kommt dann deutlich weniger dabei rum. Von daher ist LTE da auch, ja, aus meiner Sicht so ein bisschen zweifelhaft. Man wird sicherlich das 800 Megahertz-Band nutzen da mit der höheren Reichweite. Und damit liegen im Einzugsbereich natürlich auch mehr Menschen. Ich bin mir da nicht so sicher, dass das eine gute Taktik ist. Ja, zwei Punkte jetzt zu dir, Stefan. Also es ist so, dass natürlich der Großteil des Ausbaus marktgesteuert abläuft. Und jetzt ist halt die Frage immer da, wo die Leute unzufrieden sind, kommen regionale Akteure ins Spiel. Und das sind dann halt ganz oft Kommunen, Kreise, Bürgermeister, die den Unmut der Leute aufnimmt und sagt, wir werden jetzt aktiv in diesem Bereich. Und dieses Engagement zu unterstützen, wird jetzt auch sein, das fordern wir uns entlang, die Fachkompetenz in die Kommunen und Kreise zu bekommen. Die Landesregierung hat angekündigt, dass jetzt auf freiwilliger Basis, aber die Kommunen und Kreise Breitbandkoordinatoren bekommen sollen oder sich selber einrichten eigentlich. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil einfach die Fachkompetenz fehlt vor Ort. Das kann man nicht nebenbei machen, die Kommunen und Kreise sind da überfordert. Es geht auch nicht oben aus der Landeszentrale irgendwo in Düsseldorf, sondern es sind wirklich regionale Lösungen, wo man versucht, die Bürger zusammenzubekommen mit regionalen Anbietern und dann überlegt, wollen wir irgendwo Glasfasersachen legen und das würde dann 10, 20 Jahre dauern, wie machen wir das? Das sind alles sehr unique Prozesse. So, und wie kann man es unterstützen? Und diese Breitbandkoordinatoren auf Kreis- oder Kommunalebene ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil für Straßen und andere Infrastrukturarten gibt es überall Ansprechpartner und Fachwissen für Breitbandinfrastruktur. Da ist dieses Denken halt noch nicht so weit. Das meine ich am Anfang. Von der Rhetorik ist die Landesregierung inzwischen top. Ne? Da sagen die, Breitband, das ist die Zukunft, brauchen wir genauso. Da ist es gut. Aber es gibt immer noch diesen Konflikt, dass das nicht in allen Ministerien wirklich von den Leuten, die da sitzen, gesehen wird. Ne, die Leute, die da sitzen, die, ich will jetzt keine Generationenfrage aufstellen, aber die das seit 40 Jahren machen, mit Infrastrukturmaßnahmen etc., die sind nicht alle unbedingt fit in Sachen Internet. Und insbesondere, weil das auch ganz komplizierte juristische Probleme sind, die zum Teil auf auch EU-Recht zu tun haben. Das heißt, da brauchen wir eine Menge auch wirklich Planungs- und Fachkompetenz. So, also das zu dem einen, also du hast völlig recht, also das ist die Aktivitäten, da wo der Markt nicht das gut regelt, wo die Leute unzufrieden sind, das ist wirklich ganz kommunal. Und in ganz unterschiedlicher Zusammensetzung, wie das gemacht wird. Ich war letztens auf einer Veranstaltung, da haben die Bürger zusammen, haben die Landwirte mit dem Pflug da die Glasfaser verlegt. So, das gibt es zum Teil auch. Ne? Und, brauchen wir das Land überhaupt? Ja, völlig richtig. Also das ist wirklich, da kann wirklich jeder mit anfassen. Und genau, das ist wirklich sehr lokal da und das ist auch gut. Also das ist auch in Ordnung. Zum Zweiten, ja, das ist jetzt die Debatte, Glasfaser jetzt wirklich zu jedem Haus machen oder nicht. Also aus meiner Sicht, das ist, ob jetzt 95% oder 99%, ich glaube, das ist einfach so ein Schuss Realismus, der da drin ist, dass man einfach sagt, es ist sowieso sehr teuer und wird die nächsten 20 Jahre in Anspruch nehmen, oder die nächsten paar Jahre, wirklich Glasfaser so auszubauen, dass wirklich die Mehrzahl der Haushalte angeschlossen wird. Und dann weiß man einfach, die letzten 10% oder 5% sind halt super teuer. Das ist die Debatte. Ne? Also muss das Forsthaus irgendwo weit draußen im Wald, wollen wir jetzt dafür jedes Forsthaus 100.000 Euro ausgeben, um das anzuschließen? Ne? Und also aus meiner Sicht aber können wir da ganz entspannt sein, weil die Debatten sind noch weit weg. Also erstmal müssen die Mehrzahl der Haushalte überhaupt gutes Internet haben. Und dann aus meiner Sicht kann man sich so aufregen, ob jetzt 95% oder 97% da sind. Und ich wollte nur wissen, ob das Ziel überhaupt noch 80% ist sozusagen. Achso, also das Landesziel und damit auch das Bundesziel liegt darin, bis 2018 bis zu 50 Mbit auszubauen. Na, das ist aber nicht Glasfaser. Das sind sozusagen noch
verschiedene Kategorien. Beim Breitband, das ist nämlich so eine Sache, beim Breitband ist es so, dass die Planung so lange dauert, bis die Infrastruktur erneuert wird, dass man nicht einfach nur nach dem heutigen Bedarf ausgehen darf. Also, zurzeit braucht jetzt nicht jeder 100 Mbit zu haben, ne? Aber das heißt jetzt nicht, dass man sich jetzt zurücklehnen darf und sagen kann, jetzt brauchen wir gar kein Glasfaser, weil die Leute brauchen es noch nicht. Das ist ja richtig. Aber wenn wir in 5 Jahren den Bedarf haben, und das sagen alle Fachleute, dann müssen wir jetzt anfangen zu planen, damit in 5 Jahren dann auch Glasfaser ausgebaut ist. Haben wir noch Zeit dafür? Ja, überhaupt, mich interessiert, wie die Priorisierung im Moment funktioniert. Für die Diskussion. Ja, ja. Das kommt darauf an, ob sich noch andere beteiligen wollen. Möchte sich auch jemand anders beteiligen? So. Ich ziehe die Frage zurück. Vielleicht, dann dürft ihr euch gleich noch darüber unterhalten. Ich habe auf jeden Fall schon mal mitbekommen, also Crowd-Verlegen geht auch. Gab es sonst noch was bei euch außer Breitband? Es gab ja noch zumindest eine Anhörung Elektromobilität. Das ist noch ein anderes Thema, das ist noch eine Sitzung, ja. Wir haben mal wieder über Garzweiler gesprochen. Und zwar ging es da, ich habe den Straßennamen vergessen, L277, glaube ich, um die Verlegung der Straße. Und es wird auch überraschend kontrovers diskutiert. Interessant dazu ist, dass man aktuell unterschiedliche Grafiken für die Abbauabschnitte findet. In dem einen ist die Straße halt sofort fällig, in dem anderen wird sie kaum berührt, in der anderen Grafik. Und ich muss gestehen, wir waren da etwas überrascht, wie kontrovers das dann diskutiert wurde, weil die Antwort, die die Landesregierung gegeben hatte, halt ganz klar sagte, naja, das ist einfach notwendig, das ist im nächsten Abschnitt dabei. Und dann müssen wir die Straße verlegen, kommen wir ja nicht drum herum. Und dann gibt es halt unterschiedliche Darstellungen und dann passt das alles nicht mehr so. Also naja, aber mit Garzweiler werden wir auf jeden Fall ganz deutlich noch sehr viel Spaß bekommen. Dann haben wir den Antrag der FDP, keine Windräder im Wald, abgelehnt. Das war auch relativ schmerzlos. Und genauso schmerzlos wurde dann unser Bürgerenergieprojekte fördern statt verhindern abgelehnt. Da habe ich dann auch gleich gesagt, komm hier, mach keinen Heckmeck, lass uns das eben abstimmen, weil im A17 hatten wir die Abstimmung ja vorher, da habe ich ja versucht anzudiskutieren, das hat niemanden interessiert. Und jetzt gucke ich gerade mal, ob noch was war. Ja, der Bericht von Dünn zum EEG. Spannend daran war die, aus meiner Sicht, spannend daran ist die 10-Kilowatt-Grenze, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wenn man tatsächlich sagt, okay, wir wollen die Häuslebauer, also die Einfamilienhäuslebauer mit einer eigenen PV-Anlage auf dem Dach ausnehmen, ist das die Grenze, ganz bestimmt. Aber ich glaube, dass das komplett der falsche Ansatz ist, mal abgesehen davon, dass das noch deutlich mehr falsch läuft. Aber diese 10-Kilowatt-Grenze ist ja ein hanebüchener Unsinn, weil sie greift im Prinzip auch das an, was wir fördern wollten mit dem Antrag, der abgelehnt wurde, nämlich Bürgerenergieprojekte. Das spricht dann zum Beispiel eine kleine Siedlung, ein paar Wohneinheiten schließen sich zusammen, KWK-Anlage oder die bauen gemeinschaftlich halt eine PV-Anlage auf das Dach des Mehrfamilienhauses. Da passen dann halt mehr als 10 kW drauf und es ist auch sinnvoll, mehr als 10 kW drauf zu haben. Und ja, die sind dann gelackmeiert. Das ist halt unschön. Geben wir mal noch einen Stichpunkt. Was war das andere? Also mit Dünn ja sehr zufrieden, wir waren die Industrierabatte oder die Regelung für die Industrieausnahmen. Ja, da gibt es einen sehr spannenden Blogbeitrag von Jürgen Döschner vom WDR dazu, zum EEG, zur EEG-Deform, wie wir sie jetzt gerne nennen im Netz, wo Döschner im Prinzip sagt, naja, der Gabriel hat es vorbereitet, sauber von langer Hand vorbereitet und jetzt macht das Ding endlich kaputt, so wie er sich das vorgestellt hat. Im Prinzip hat die Politik darauf hingewirkt, dass die Kosten für das EEG steigen, also dass im Prinzip die EEG-Umlage steigt, und zwar
aktiv darauf hingewirkt. Und jetzt, wo sie endlich die Debatte haben, die sie haben wollen, müssen sie gucken, dass sie es ordentlich eintüten und die Industrie wieder ins Boot holen, nämlich die Oligopole. RWE ist natürlich nicht ganz zufrieden damit, weil das für die eventuell bedeutet, dass sie dann beim Eigenstrombedarf auch mitzahlen müssen, EEG-Umlage. Da ist RWE natürlich einer derjenigen, die sofort gemeckert haben. Aber letztendlich sorgt diese EEG-Reform dafür, dass das Oligopol genug Luft hat, um massiv selber auch in die Energiewende zu investieren. Das ist so, dass, wo wir sagen können, okay, das ist vielleicht noch ein einigermaßen positiver Aspekt, da eventuell Investitionskraft von der Seite zu bekommen. Andererseits bedeutet das dann auch wieder, wir nehmen den Bürgern das Ding einfach auch aus der Hand jetzt, ne? Also wir gucken jetzt, dass wir die großen Projekte dann der Versorger tatsächlich auch an den Start kriegen. Und das dann Schritt weg von der Dezentralität hin zur Zentralität. Und das finden wir natürlich alles nicht schön. Die Debatte insgesamt ist sehr zerfahren. Und ich sag mal, so richtig eine Lösung bahnt sich auch irgendwie nicht an. Also ich habe auch irgendwie kein Patentrezept dafür. Wir haben auch schon hin und her überlegt, wie man das machen könnte. Aber zumindest kann man sagen, mit dem politischen Willen in Berlin wäre eine Reform ganz anders ausgegangen. Die hätte nämlich tatsächlich dafür gesorgt, dass die Industrierabatte eingegrenzt werden und nicht ausgeweitet werden. Und die wäre auch ehrlicher gewesen insofern, dass ich glaube, dass man mit Strom- und Mehrwertsteuer durchaus Instrumente in der Hand gehabt hätte, die man auch hätte nutzen können, um tatsächlich diese Darstellung, dass EEG kostet uns so viel Geld, auch zu korrigieren, weil das faktisch gar nicht der Fall ist. Natürlich ist die EEG-Umlage gestiegen, wie Döschner jetzt zum Beispiel sagt, politisch absolut gewollt. Aber man hätte Instrumente an der Hand gehabt, um das auch einzubremsen. Und man hat vor allen Dingen Politik, also die Politik selber sorgt ja auch für politische Willensbildung. Man hätte das Ganze auch zu jedem Zeitpunkt anders diskutieren können. Ein Altmaier, der sich hinstellt und sagt, die Energiewende kostet uns eine Billiarde oder eine Billion oder was er gesagt hat, ist halt nicht dienlich und ist auch von der Zahl her falsch, weil halt einfach nur eine Summe in den Raum geschmissen wird und gar nicht gegengerechnet wird. Also alles weist eigentlich darauf hin, dass das von der Politik gewünscht war, anders zu handhaben. Und der Hinweis kam auch, NRW war da durchaus treibende Kraft, wo man dann natürlich sagen kann, okay, NRW hat es jetzt auch ein bisschen schwer, wenn man bedenkt, wie stark die Kommunen bei RWE involviert sind. Und ich glaube, dass das eigentlich der ausschlaggebende Punkt ist. Die Diskussion um die Arbeitsplätze ist hanebüchener Schwachsinn. Also zum einen sind wir ja der Meinung, dass das mit den Arbeitsplätzen sowieso immer irgendwie so eine Jokercard der Politik ist, die sie dann vor sich herschieben, wo sie dann Stimmung mitmachen. Und zum anderen sind einfach die Verhältnisse der Arbeitsplätze relativ klar geregelt. Die Erneuerbaren haben deutlich mehr Arbeitsplätze als die Fossilen. Ist einfach so. Ja? Das ist also überhaupt nicht darstellbar, dass die Arbeitsplätze irgendwie der Grund dafür sein könnten, dass man versucht, die Stromkonzerne da über Wasser zu halten, sondern vielmehr glaube ich, dass NRW genau zwei Interessen hat, und zwar einmal RWE zu halten wegen der Kommunen und zum anderen, weil man sich dann auch langfristig noch Erträge erhofft, wenn die HGÖ-Leitung nach Philippsburg liegt. Alles aus meiner Sicht nicht schön und müssen uns mal überlegen, ob wir da irgendwie irgendwo reinkommen, irgendwas nach vorne schieben, wo man auch mal die Diskussion drehen könnte. Ich habe momentan keine Idee. Hans-Jörg. Ja, zu diesem Totschlagsargument mit den Arbeitsplätzen. Wir erleben gerade einen Strukturwandel. Und wenn man einen Strukturwandel verpennt, ist das das Schlimmste, was man machen kann, auch in Beziehung auf Arbeitsplätze. Was man machen muss, ist einen Strukturwandel direkt begleiten und am besten auch ein bisschen steuern, gezielt damit umgehen und nicht einfach treiben lassen. Und das ist genau unser Argument auch an dem Punkt, um dieses Totschlagsargument erledigen. Es gab mal eine Diskussion, auch eine Öko-Abgabe,
Kohlendioxidabgabe zu machen, eine Steuer in Deutschland. Das ist, kam auch wieder das Arbeitsplätze-Argument. Immer wenn du mit irgendeinem Vorschlag kommst, sind es die Arbeitsplätze. Dänemark hat 92 beschlossen, eine CO2-Abgabe einzuführen und hat sie 93 eingeführt, also vor 20 Jahren. Damals hatte Dänemark ein sehr großes Problem mit hoher Arbeitslosigkeit und die haben gleichzeitig mit dieser CO2-Abgabe eben auch einen Umbau ihres Sozialsystems finanziert. Das war ein Umbau des Sozialsystems, der anders ist als das, was man in Deutschland gemacht hat mit dieser asozialen, sozialdarwinistischen Agenda 2010. Und das hat wunderbar geklappt. Die haben seit 20 Jahren diese CO2-Abgabe, die angeblich Arbeitsplätze tötet, und ihre Arbeitslosigkeit ist gefallen. Die haben also mehr Arbeitsplätze als vorher, deutlich mehr. Ja? Das kann man denen mal auch vortragen. Das wird sie natürlich nicht interessieren, weil Fakten, ne? Ja, das mit den Arbeitsplätzen war natürlich inkludiert. Das, selbstverständlich geht es da um einen Strukturwandel. Selbstverständlich geht es darum, den Strukturwandel möglichst zu begleiten und sauber zu vollziehen. Und aus meiner Sicht ist da ein schnellerer Strukturwandel, je schneller der Strukturwandel, umso besser. Einen anderen Punkt habe ich gerade noch vergessen. In der Diskussion sind wir möglicherweise... komme möglicherweise über die Netze ganz gut vorwärts. Ich habe es in der letzten Debatte auch gesagt, also da war das Thema das virtuelle Kraftwerk. Also ein Modell, das man sich ja vorstellen könnte, wäre so, dass das Regionalisieren von Kraftwerken, also viele kleine virtuelle Kraftwerke, die so regionale Zusammenschlüsse bedeuten und im Prinzip die Netzinfrastruktur dann darauf auslegen. Das würde dann am Ende bedeuten, dass ein Stromnetz hier eben tatsächlich keine großen Stromautobahnen mehr benötigen würde oder nur eher rudimentär, sondern durch die Anordnung letztendlich zu einem Meshnetz kommen würde, also ein vermaschtes Netzwerk. Das muss man sich dann wie so eine Gitterstruktur vorstellen, sodass im Prinzip nicht, wenn in Hamburg das Kraftwerk ausfällt, auf einmal Berlin dafür einspringt, weil in Berlin ein schönes Kraftwerk steht, sondern wenn in Düsseldorf 1 ein Kraftwerk ausfällt, springt Düsseldorf 2 dafür ein oder halt Duisburg an der Stelle, sodass im Prinzip sich die Kraftwerke gegenseitig unterstützen, was eine ganz andere Netzinfrastruktur dann bedeuten würde. So stelle ich mir das momentan vor, aber alle Diskussionen und alle Handlungen der Politik laufen momentan darauf hinaus, tatsächlich die zentralisierte Energiegewinnung weiter nach vorne zu stellen. Und das ist für mich ein schwerwiegender Fehler und ein großes Problem. Ich habe noch eine Nachfrage. Du sagtest gerade, dass die Industriesubventionen jetzt sogar noch mal erhöht worden sind. Anders strukturiert worden? Fallen da noch Zusatzkosten an? Und grundsätzlich, inwiefern kann denn jetzt der Bürger damit rechnen? Das wurde ja vor Monaten wurde ja mal gesagt, wir machen die Reform nur, damit der Bürger auch entlastet wird, weil die Kosten drohen, so hoch zu werden. Inwiefern kann der Bürger denn jetzt davon ausgehen, dass es günstiger wird? Also das ist die deutlichste Kritik, die zu vernehmen ist, und zwar aus allen Quellen. Dass tatsächlich der Bürger da erstmal so weit gar nicht von profitiert oder nur marginal. Das ist nicht absehbar, dass da wirklich eine Verbesserung für den Bürger eintritt. Und das ist auch nicht das Ziel der Reform aus meiner Sicht. Alles klar. Gibt es noch weitere Dinge des A18? Ich wollte eigentlich nur zur Breitbanddebatte gerade noch anfügen, dass ich mich auf Vorarbeit von Linus natürlich herzlich bedankt habe bei der Landesregierung, dass sie dann unsere Idee aus einem Antrag von vor einem Jahr mit dem Anheben der Aufgreifschwelle von 2 auf 6 Mbit tatsächlich mal gefolgt sind. Und habe dann die Hoffnung in den Raum geworfen, dass ja da durchaus einiges in der Kommunikation zu erkennen ist, was Problem
das Problembewusstsein darstellt, dass das da jetzt mal ein bisschen positiver endlich weitergehen wird. Also ungefähr so. Alles klar. Gibt es noch Fragen zu A18? Beziehungsweise ich würde am liebsten, auch wenn die Zeit schon sehr stark vorgeschrieben hat, gerne zwei Sätze hören, wie die Elektromobilitätsanhörung gelaufen ist. Muss ich mich eben sortieren. Also zum einen, wir haben nachgefragt bei Renault. Das fand ich eine sehr spannende Frage eigentlich. Was denn Renault wohl glaubt, wie sich die Patentfreigabe von Elon Musk, von Tesla auswirken wird. Und aus meiner Sicht hat die Dame da sehr reserviert reagiert, hat zwar einiges erzählt, wie es bei Renault läuft, aber mit keinem Wort Bezug darauf genommen, was mit den Tesla-Patenten ist. Das fand ich sehr schade, weil die Freigabe der Tesla-Patente für mich da durchaus ein Stück weit ein Hoffnungsträger ist. Die Interpretation dieser Freigabe sagt ja bisher so in etwa, wenn Musk die Patente freigibt, dann bedeutet das für ihn eigentlich, oder dann ist das dahinterliegende Ziel erstmal so, ja, Patente freigeben ist eine gute Sache, aber wichtig daran ist halt auch, Batterien sind ja das Problem bei den Autos. Und Tesla ist ja da relativ weit vorne, was die Batterien betrifft, ist relativ gut aufgestellt, hat die größten Reichweiten momentan, ist natürlich auch ein teures Auto. Aber wenn Tesla es dadurch schaffen würde, dass andere Hersteller das gleiche Batteriesystem benutzen, dann könnte man tatsächlich dafür sorgen, dass die Stückzahlen nach oben gehen für die Batterien und der Preis nach unten. Das fand ich einen sehr spannenden Aspekt an dieser Debatte. Gestern auf dem Rasthof stand ich vor Tesla-Ladegeräten. Tesla sagt momentan, by the way, auch, die wollen die Ladegeräte jetzt auch so ausstatten, dass nicht nur Tesla-Fahrzeuge sich da geladen werden können. Also Tesla spielt da momentan echt den Vorreiter und so für mich einen der wichtigsten Player. Ich weiß jetzt keinen, der sonst so bedeutend ist. Vielleicht Toyota dann mit dem Brennstoffzellenfahrzeug. Ich habe aber die Punkte jetzt nicht mehr. Wir haben noch ein paar andere Sachen gehabt. Ein Punkt fiel mir noch auf, wenn ich es ergänzen darf. Die Antwort von Wilke vom Wuppertal-Institut in Bezug auf die Intermodalität, die er für einen kleinen Nischenmarkt hält. Also Oliver Stecken, ja, ich auch. Ich fand das total toll, als er das gesagt hat. Ich habe gedacht, ja, gut, dass wir mal wieder darüber gesprochen haben. Intermodalität wird überschätzt. Es ist die Intermodalität. Das war die Frage, inwieweit oder Multimodalität. Ich erkläre das mal. Stefan ist kein Smartphone-Fan. Denn das braucht man ja, um dann die Verkehrsträger zu wechseln, flexibler zu werden im Verkehr, nicht mehr auf den einen Verkehrsträger zu setzen. Entschuldigung, Stefan, ich habe dich unterbrochen. Also ob mit oder ohne Smartphone ist mir jetzt wurscht. Also wenn ich mein Lieblingssofa-Eck verlasse, dann tue ich das aus Gründen, die mich dazu zwingen, den Ort geografisch zu verändern. Dafür benutze ich in der Regel unterschiedliche Fortbewegungsmittel. Meine Füße, mein Fahrrad, mein Auto, den Bus, die Straßenbahn, den Zug, was auch immer. Und wenn ich Flugzeug hin und wieder auch, ja genau, was man halt so kriegt, ne? Schiffe von mir aus, Seilbahnen, ne? Trampolin, egal. Beamer, na genau, magische Türen, Space Gates, wie immer das Zeug heißt. Und Intermodalität bedeutet, um vom Punkt A zum definierten Punkt B zu kommen, benutze ich mehrere dieser Verkehrsmittel. Ich fange mit meinen Füßen an, steige in ein bereitgestelltes Carsharing-Dingens von Car2Go oder wie auch immer, fahre mit dem zum nächsten Hub, wo ich in den Zug umsteige, fahre mit dem Zug zu einem nächsten Hub, wo ich in ein E-Fahrrad umsteige und von einem E-Fahrrad, keine Ahnung was. Das ist Intermodalität. Also für eine definierte Strecke mehrere Verkehrsmittel zu nutzen.
Oliver gehört dazu, zu diesen Leuten, die das gerne tun, müssen Vorreiter. Ich finde es total langweilig. Also ich sage, ich will mit möglichst wenig Umsteigezwängen und wenn, dann gut organisierte Umsteigezwänge und ohne darüber nachzudenken, welches Mittel jetzt für welchen Streckenabschnitt in Frage kommt, einfach von A nach B. Schluss. Make it as simple as possible. Und das ist das Argument von Wilke gewesen, dass weil mehr Menschen so ticken wie ich, mach es nicht komplizierter, als es not tut, ist Intermodalität gedeckelt. Und wir brauchen, und das war sein konstruktiv gewendetes Argument, wir brauchen attraktive ÖPNV-Angebote, um aus dem Dilemma der Intermodalität herauszukommen. Danke. Christoph Orlankei. Ich würde das ein bisschen ergänzen. Also eine Nachfrage von uns bezog sich auch auf die Eignung von Elektrofahrzeugen auf Batteriebasis als Universalfahrzeuge und aufgrund der Reichweitenproblematik. Da kommt das dann ins Spiel, inwieweit man das Elektrofahrzeug, was man dann vielleicht hat, für begrenzten Teil seiner Mobilität nutzen kann, aber insgesamt darauf angewiesen ist, auf einen besseren Anschluss an Nahverkehrs- oder Fernverkehrssysteme. Das war eigentlich der Hintergrund der Frage. Interessant in dem Zusammenhang auch noch zu erwähnen, der ADFC war auch eingeladen. Der ADFC hat sehr konsequent sich erstmal bei den Antworten auf die Befragung nicht auf das, was falls alle anderen getan haben, auf Elektroautos oder Elektrobusse oder noch am Rande, also elektrisch betriebene öffentliche Nahverkehrsmittel konzentriert, sondern auf Pedelecs und E-Bikes und hat konsequent darin auch die Lösung der innerstädtischen Verkehrsprobleme gesehen, hat das auch durchaus begründet, also aufgrund der relativ kurzen Strecken, die zurückzulegen sind, der Vorzüge, die heute schon bestehen, hat auch eingefordert, dass wenn Forschungsmittel bereitgestellt werden, sie doch in den Ausbau der Infrastruktur für E-Bikes, also verbesserte Radwege, die den besseren Geschwindigkeiten gerecht werden, gesteckt werden, etc. Und hat halt insgesamt für mich sehr konsequent halt die Umweltproblematik dahingehend beantwortet, dass Elektrofahrzeuge sind, wenn überhaupt, eigentlich gar kein kleiner Teil der Lösung, so kann man das sagen, aber sie tragen im Wesentlichen nur zu einer geringfügigen Verminderung der CO2-Emissionen bei. Das muss man sich dann auch anschauen. Also vielleicht mal als ich habe die Zahlenwerte jetzt nicht im Kopf, beim heutigen Strommix mit rund 25% Anteil erneuerbarer Energien liegen Elektroautos je nach Ausstattung knapp günstiger oder nicht viel besser als ein relativ sparsames Auto. Man hätte sowohl bei Benzin oder Diesel, also bei Brennstoffmotoren, auch Potenzial durch Leichtbauweise das deutlich herabzusetzen und natürlich durch eine Veränderung im Strommix auch diese Bilanz noch mal deutlich für Elektrofahrzeuge zu verbessern. Aber die Gesamtproblematik, Platzverbrauch, auch das Problem, dass einfach eine große Masse bewegt wird, wenn man also alleine im Fahrzeug sitzt, die hat als einziger der ADFC kritisch hinterfragt. Ich wollte mich jetzt damit nicht positionieren, aber ich fand es halt interessant, dass diese Position auch vertreten war. Also ich habe diese Position nicht nur vom ADFC gehört. Also man... Keiner war noch dran. Also verzeih. Ja, okay, also was mir auffiel, es gab eine, auch in den Fragen der Abgeordneten, eine implizite, gelegentlich auch explizite Selbstbeschränkung auf den motorisierten Individualverkehr, obwohl die Anhörung gar nicht so explizit darauf beschränkt war. Genau. Kai hat diesen Rahmen verlassen und er wurde aber auch in den Antworten, auch wenn die Fragen anders lauteten, häufiger verlassen, als ich das erwartet hatte. Also es wurde häufiger auf die elektromobile öffentliche Infrastruktur verwiesen, auf Busse und Bahnen. Es wurde darauf verwiesen, gerade auch von Herrn Wendt auf deine Frage, dass es selbstverständlich viel zu kurz greifen würde, Elektromobilität auf den MIV zu reduzieren und es eine entwickelte Elektromobilität bei öffentlichen Verkehren gibt. Und der ADFC hat in der Tat auf den Radverkehr abgehoben. Aber es gab einige andere, die gesagt haben, wir gewinnen nicht genug, wenn wir einfach nur von Verbrennungsmotoren auf Elektromotoren umstellen. Es wurde auch der Rebound-Effekt angesprochen, es wurden Raumfragen angesprochen, es wurden Ressourcenfragen angesprochen. Nur die kleinen Lobbygruppen, die, ich sag mal, in eigener Sache unterwegs waren, Beratungsbüro Hau mich weg, Elektromobilität im Sauerland, die haben natürlich auf den MIV reduziert geantwortet. Ansonsten hat mir, um das zu bewerten, hat mir die Anhörung gerade deshalb gefallen, weil es nicht diese unreflektierte Beschränkung auf den MIV gab.
Ja, ich wollte nochmal auf deine Umsteigetechniken da eingehen oder auf Olivers Umsteigetechniken. Ich bin da durchaus der Meinung der Experten. Also für mich plane, wenn ich sowas mache, wenn da der zweite oder dritte Umstieg drin ist, ist vorbei. Dann nehme ich das Auto, ganz sicher. Also ich habe einfach auch keinen Bock auf Wartezeiten dazwischen oder sowas. Oder dann noch irgendwie, wenn ich dann noch ein Auto buche in einer fremden Stadt und dann habe ich noch ein Problem bei der Buchung und das Auto ist gar nicht da oder sowas. Geh mir wirklich fort. Die bessere Variante oder eine Variante, die ich für bedenkenswert halte, ist tatsächlich, das E-Fahrzeug zu haben und mit dem E-Fahrzeug Huckepack auf dem Zug oder whatever unterwegs zu sein. Weil, nee, darum geht es gar nicht. Es geht nicht ums Sitzenbleiben an der Stelle, sondern es geht einfach darum, dass ich keine Lust habe, tatsächlich da mehr Zeit mit Umsteigen und Warten zu verbringen. Als genau. Und was wir ja durchaus absolut haben bei der E-Mobilität, ist halt die Reichweitenfrage. Das ist ja das zentrale Problem momentan. Und auch wenn Tesla dann sagt, wir bauen an den Autobahnen irgendwie alle so und so viele Kilometer eine Schnellladestation, ja, dann ist das ganz toll. Aber bitteschön, ich setze mich doch nicht ins E-Fahrzeug mit einer Reichweite von 200 Kilometer und fahre alle 150 Kilometer irgendwo an eine Steckdose, wenn ich 800 Kilometer hinter mich bringen muss. Was ist das bitteschön für ein Vorwärtskommen an der Stelle? Ich glaube, also das wirklich zu glauben, dass Menschen das machen werden am Ende, ist einfach absurd. Okay, wir haben leider für die Diskussion nicht mehr so viel Zeit. Sonst würde ich ja auch noch was zu Intermodalität sagen, auch dass ich nicht gerne fünfmal umsteige. Es aber schon toll finde, abends mit dem Zug am Hauptbahnhof anzukommen und nicht auf die Bahn warten zu müssen, weil ich ein dort stehendes Carsharing-Auto habe, wo ich einfach einsteige. Taxi geht auch, ja. Da freuen sich die Taxifahrer, das ist sehr nett von dir. Das könnte man übrigens mal diskutieren. Warum haben wir nachts keine Straßenbahnen? Ist das eine Lobbyförderung der Taxigesellschaften oder was ist das? Auch. Tatsächlich gibt es in einigen Städten große Diskussionen, wenn solche Nachtbuslinien eingeführt werden mit den Taxiunternehmen. Aber okay. Übrigens, 95% aller Strecken, die zurückgelegt werden, sind deutlich unter 50 Kilometer. Nur ein ganz, 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 ganz kleiner Prozentbereich, vielleicht ein Promillebereich, ist oberhalb von 200 Kilometern. Also deine 800 Kilometer, weil du gerade deine Tour... Ja. Okay. Ich glaube, wir könnten daran... Also ich könnte da noch sehr lange weiter diskutieren, aber wir haben schon 13.15 Uhr und wir haben ja noch ein bisschen was und müssen auch noch mal kurz über das Plenumsdings nachgucken. Deshalb würde ich jetzt an der Stelle das glatt sagen, gucken wir uns noch mal kurz die anderen Ausschüsse an. Ich mache es auch ganz schnell mit dem A02, das ist Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung, Verkehr. Wir hatten da sehr lange Diskussionen zur Denkmalförderung und Kappungsgrenze. Übrigens, dass wir hier länger diskutieren, ist ja in Ordnung, deshalb rotieren wir ja in den Ausschüssen. Lange Diskussion zur Denkmalförderung hatten wir im Ausschuss A02 und zur Kappungsgrenze sowie zur aktuellen Situation der Leverkusener Brücke. Da habe ich, nachdem Herr Groschek sagte, ja, wir wollen die, also er hat es relativ eindeutig erstmal gesagt, wir wollen die Bürgerbeteiligung ein bisschen eindämmen, damit das alles schneller geht. abschafft hat er nicht direkt gesagt. Aber er wollte das stark verkürzen, die Bürgerbeteiligung. Das habe ich natürlich genommen, um da einen kleinen längeren Beitrag zu halten, was alle anderen Fraktionen dazu mir übel genommen haben. Genau. Und dazu veranlasst hat, sich doch nochmal zu melden, um nochmal was dazu sagen, dass es ja gar nicht gegen die Bürger geht, sondern doch nur gegen einige. Okay. Wir hatten außerdem Wasserstraßenbinnenschifffahrt nochmal verschoben. Wir hatten die Ergebnisse der Verkehrsministerkonferenz, einen Bericht, wo ein paar sehr diskussionswürdige Punkte drin sind, durfte aber nicht diskutiert werden. Auch nicht der Fehler, den die Verkehrsministerkonferenz gemacht hat. Die hat sich nämlich um einige Milliarden Euro verrechnet. Milliarden Euro verrechnet.
nämlich anstatt 2,2 Milliarden für die nächste, für diese Legislaturperiode im Bund zusätzlich steht zusätzlich minus 1,9 Milliarden zur Verfügung. Also weniger. Das ist, ja, also, keine Ahnung, ob ich da über die Sommerferien noch eine kleine Anfrage stelle, um das zu klären, weil das ist doch schon sehr, also mit anderen Worten, es entlarvt, dass die Bundesregierung so gut wie gar nichts tut für die Instandhaltung der Straßen. Im Gegenteil, steht weniger Geld zur Verfügung womöglich als in der letzten Legislaturperiode. Obwohl sie 5 Milliarden versprachen. Aber die sind im Grunde schon alle ausgegeben, verplant und außerdem nicht sicher. Und dann, wenn man das alles zusammenrechnet, kommt man laut Verkehrsministerkonferenz auf minus 1,9 Milliarden zusätzlich. Gut, dann haben wir Bericht zu Sturmschäden gehabt, aber da durfte ich nicht über die Bahn diskutieren. Die Sturmschäden betrafen ja nur die Straßen, okay. Wir haben einen Bericht zum Thema Semesterticket im VHS angefordert, wo sich natürlich Herr Groschek nicht zuständig fühlte. Er hat aber dann trotzdem rausgehauen und er hat irgendwas Bedeutendes gesagt, was ich mir merken wollte. Also, ach genau, ich hatte rausgehauen, dass er das Sozialticket nicht weiter finanzieren möchte. So nebenbei. Zum Sozialticket haben wir da morgen auch eine schöne Anhörung um 14 Uhr. Und wir müssen heute noch, befürchte ich, gleich mal kräftig unserem Ingo was zuliefern. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Und Ingo fragte, weil morgen wohl er alleine da ist und noch eine andere Anhörung hat. Ja, das war in Kurzform, was wir in der Ausschusssitzung gemacht haben und dass morgen noch eine schöne Anhörung zum Thema Sozialticket ist, wo wir übrigens im Vorfeld, auch weil wir Einladungen verschickt haben, schöne, also ich habe Einladungen nochmal verschickt für die Sozialticket-Veranstaltung, dass man doch vorbeikommen sollte und ich habe auch schon ja, ein paar Antworten gekriegt. Allerdings habe ich eine Antwort auch bekommen von einem Sachverständigen, der nicht seine Stellungnahme nicht abgeben kann. Aber immerhin hat er sich gemeldet und fand unseren Antrag zumindest schon mal gut und will das weiter verfolgen. Ja, gibt es dazu noch Fragen zum unserem Ausschuss? Anmerkungen? Der Betrag, der in Wirklichkeit rauskommt, ist minus 1,7. Nur um das zu korrigieren, nicht 1,9, macht ja nichts. Nur damit es nicht falsch im Stream stehen bleibt. Jetzt habe ich mich auch verrichtet. Ja, genau. Passiert. Und ansonsten fand ich die Ausschusssitzung im Stil nicht besonders erfreulich. Obwohl es am Anfang entspannt zur Sache ging und alle der Überzeugung waren, dass man das Ding schnell über die Bühne bringt, gab es die Bereitschaft, ausführlich über Themen zu diskutieren, die im Grunde nicht mehr Gegenstand einer zielführenden Debatte sein können, weil der Haushalt 2014 längst nicht mehr verhandelt wird, war dennoch spannend. Aber als es dann an unsere Sachen ging, war der Ton außerordentlich unfreundlich, meines Erachtens. Es war nicht konstruktiv, wie er mit uns umgegangen ist. Und wir sind ein Stück weit im Umgang wieder auf den Beginn der Legislatur zurückgeworfen worden. So fühlte ich mich letzte Woche. Und das passt ein Stück weit auch in die Entwicklung, die ich beobachte im Umgang mit von uns eingebrachten Anhörungen, wo ja de facto inzwischen man von einer Boykottierung sprechen muss. Und ich habe schon Lust, das in den nächsten Wochen und Monaten zu beobachten und auch mich dagegen auszusprechen im Rahmen der Referententätigkeit. Ich finde, bitte? Ja, Sie melden keine Sachverständigen, beteiligen sich nicht mit Fragen, schriftlichen Fragen oder in der Anhörung selber. Wir haben uns vor geraumer Zeit schon mal ein Regelwerk überlegt, von dem ich glaube, dass wir es jetzt einbringen müssen, um das zu vermeiden, um ein Incentive zu setzen, sich auch wirklich zu beteiligen und nicht einfach zu sagen, ja, wenn ich keine Fragen stelle, dann stellt halt keiner Fragen und damit wird ja das Instrument der Anhörung unterlaufen. Die Anhörung ist ein klassisches Instrument der Opposition und wenn diese Anhörung sozusagen
vor die Wand gefahren wird, indem niemand sich daran beteiligt, dann wird das Instrument stumpf. Und das finde ich schlecht. Also ich finde die Anhörungen, die wir bisher veranlasst haben, oder Anhörungen, die uns wichtig waren, auch wenn wir sie nicht selbst veranlasst haben, das waren durchweg Anhörungen, bei denen man wirklich was lernen konnte. Wirklich auch Dinge lernen konnte, die vielleicht eine früher formulierte Position zu relativieren in der Lage waren. Wenn das die anderen Fraktionen so nicht handhaben, wenn die vorher schon wissen, was sie hinterher denken, dann ist es deren Kiste. Aber ich betrachte die Anhörung wirklich als ein Instrument der Beratung. Das ist es ja auch nominell und das will ich auch so beibehalten. Aber du hast, glaube ich, gerade den Grund geliefert, warum die nicht so gut ankommen. Umso konstruktiver eine Anhörung ist, umso mehr Erkenntnisse man daraus gewinnen kann, umso mehr gefährdet man doch seine eigene Position dabei. Also die letzte Anhörung und auch die nächste Sozialticket sind, glaube ich, Anhörungen, wo uns Experten sehr viel ins Haus liefern. Die letzte Ausschusssitzung, okay, mit der war ich auch unzufrieden, aber unser Problem war halt, dass nachdem erstmal sehr ausführlich über die ersten drei Punkte gesprochen wurde, allen aufgefallen ist, dass sie doch lieber das Deutschlandspiel gucken wollen. Das war natürlich doof. Es lag nicht nur am Deutschlandspiel, oder? Also ich würde nicht an diese, ist mir ein bisschen zu lamoyant sozusagen schon fast. Können wir das Thema, ob es am Deutschlandspiel lag oder nicht, vielleicht... Nee, ich sage auch nicht am Deutschlandspiel, aber man und sieht... Und weitermachen. Lass mich nur einen Satz. Es ist schon relativ spät, also wir kommen, also ich stehe jetzt, wenn es hier so weitergeht, jetzt gleich auf und gehe essen. Ja, wir werden uns natürlich über die Strategie im Ausschuss noch an anderer Stelle beratschlagen, aber insgesamt sieht man schon, dass Verkehrspolitik offensichtlich im Moment dazu da ist, um einen Haushalt auch irgendwo zu entlasten. Und darüber ist keine Verständigung im Ausschuss. Da führen die Vergangenheitsdebatten, aber nicht die Debatten, wie man hier die Verkehrsinfrastruktur weiter aufrechterhält. Also ich bin auch maßlos enttäuscht von diesem Ausschuss im Moment. Und da sehe ich die Verkehrspolitik insgesamt in der Pflicht. Gut, dann machen wir weiter mit A17. Ja, der Ausschuss hat getagt. Der Kongress hat getanzt. Wir hatten eine Tagesordnung. Punkt 1 war eine Anmeldung zum Rahmenplan über die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes. Simone? Ja, ich dachte nur, du willst ja ziemlich zügig vorankommen. Ich habe die ganze Tagesordnung ja schon in der letzten AK-Sitzung irgendwie vorgelesen. Vielleicht kannst du nur auf die speziellen Besonderheiten eingehen, dann kriegen wir es zügiger durch. Ja, ich habe jetzt, also es gab nicht viel. Es gab den Sachstandsbericht zur Erschließung von Fracking in den Niederlanden. Da habe ich noch mal ein bisschen was zu unserem Standpunkt gesagt. TTIP, wo unser Antrag wurde natürlich abgelehnt, waren wieder teilweise grandiose Begründungen von Markert. Das war richtig großes Daumenkino mal wieder. Perspektiven für den kommunalen Wirtschaftswegebau schaffen, habe ich nochmal schön auf. Dann habe ich nochmal schön auf Ollis Redebeitrag im Plenum dazu. Mit dem Däneplan da bin ich da eingegangen. Trollantrag war das mit der aktuellen Novellierung des Landesjagdgesetzes, wie der Stand da ist, das war alles bekannt. Breitbandausbau in den ländlichen Räumen NRWs, da hatte Kai was zugemacht und die dioxinbelasteten Bio-Eiern waren halt auch nur ein Bericht der Landesregierung. Das war's. Von meiner Seite ganz im Schnelldurchgang. Kai. Ja, was zu TTIP, das wird dann doch noch ganz gut diskutiert eigentlich. Was da halt sehr auffällig war oder extrem auffällig war, entweder die haben den Antrag alle nicht gelesen in seiner Beschlussfassung oder die haben komplett ignoriert, was da wirklich stand. Weil mit keinem Wort sagt der Antrag, dass TTIP zu beenden ist. Das sagt der Antrag mit keinem Wort. Wir haben mit keinem Wort gesagt, TTIP wollen wir nicht. Sondern wir haben gesagt, wir wollen diese Verhandlungen, so wie sie aktuell laufen, abbrechen. Das war der Antrag. Und mit dem Hinweis darauf, dass diese Verhandlungen intransparent laufen, für niemanden ersichtlich und dass dann irgendwann das Parlament was vor die Füße geschmissen kriegt, was es dann bitte zu entscheiden hat. Das war unser Hinweis und alles diskutierte im Prinzip komplett an diesem Punkt vorbei. Und das fand ich schon sehr erschreckend eigentlich. Ja, was
Karl sagt und was dann eben auch zu der absurden Situation führte. Ich hatte am Anfang eben mit dem Vorsorgeprinzip argumentiert. Alle anderen vier Fraktionen, wie es Kai eben gerade sagte, argumentierten dann im Kreis und machten den Eindruck, sie hätten den Antrag überhaupt nicht gelesen. Minister Remmel hatte dann als letztes das Wort und hat genauso wie ich mit dem Vorsorgeprinzip und den Gefahren von TTIP argumentiert. Er hätte also bei der Abstimmung eigentlich mit uns stimmen müssen. Das heißt, das ganze Ding dokumentiert nochmal die Absurdität einer solchen Ausschusssitzung beziehungsweise an den Vorgehensweisen, wie was entschieden wird, obwohl vorher etwas dann eben nicht diskutiert worden ist. Von der Qualität vielleicht noch eine Sache, Sachstandsbericht zu den Schiefergasvorkommen in den Niederlanden, wurde dann tatsächlich die Frage gestellt, ob Frau Kraft denn mit dem niederländischen Königspaar, als das zu Besuch war, über Fracking diskutiert hätte. Was von Minister Remmel, der leider eben da nicht dabei war, nicht bestätigt werden konnte, das aber mit großer Wahrscheinlichkeit ausschloss. Ganz kurz auch noch zu dem Ausschuss generell zur Qualität. Das war nämlich auch noch ein Ding, das mir hinterher so ein bisschen quer im Magen lag. An einer Stelle sagte der Minister, er hätte gleich einen Termin und ich sagte dann irgendwie flapsig, ich hätte auch einen Termin. Oder irgendwie sowas war das. Ich glaube, es ging um Fußball eigentlich. Und dann kam aus den Reihen der CDU so eine Ansage, ja, Sie können ja jederzeit gehen, Sie sind ja nicht Mitglied dieses Ausschusses. Fand ich sehr spannend. Ja, das ist tatsächlich so. Ich bin nur Stellvertreter in diesem Ausschuss. Ich glaube, nicht vielen Ausschusssitzungen bisher ferngeblieben. Und bisher hat das da auch in der Diskussion immer sehr gut funktioniert. Ich habe meine Redeslots halt immer bekommen, da bin ich dem auch tatsächlich dankbar für. Bei TTIP hatten wir es sogar so weit, dass drei Leute von uns jeder was gesagt hat dazu. Da habe ich mich explizit auch für bedankt, dass der Vorsitzende das zugelassen hat. Normalerweise machen wir das Spiel, wir haben ja eine relativ klare Aufteilung, was die Themen betrifft. Normalerweise diskutieren wir nicht zu zweit, sondern stimmen immer nur zu zweit ab und einer hat den Redeslot zu dem Thema. Und das funktioniert aus meiner Sicht, trotz der Hakeleien, was so Vorbesprechungen und AK-Sitzungen dazu betrifft, funktioniert das im Ausschuss sehr gut. Und ich bin eigentlich ein bisschen enttäuscht, dann zu hören, wenn man sich da einbringt als Stellvertreter, dass man ja nicht Mitglied dieses Ausschusses ist und dann jederzeit gehen könnte. Das schmeckte mir nicht so richtig und ich weiß auch nicht, wie ich darauf reagieren soll, weil ich eigentlich denke, naja, wenn die Abgeordneten schon mal die Bereitschaft zeigen, dort, wo sie nur Vertreter sind, auch anwesend zu sein, ist das nichts, was man rügen müsste oder irgendwie belächeln müsste. Da finde ich einfach, dass da irgendwie ein seltsames Selbstverständnis vorherrscht. Ganz kurz nur zu dir, Simone. Der Remmel, der darf halt nicht mitstimmen, weil er kein Mandat mehr hat. Das ist bei den Grünen so. Es war auch nur Spaß, ich fand es nur ganz witzig. Ja, der kann sich das auch leisten, umgekehrt irgendwie unserer Meinung zu sein, weil er zumindest die Sicherheit hat, bei der Abstimmung sich daran nicht halten zu müssen, weil er eben nicht abstimmt. Ne? Das stört die Grünen sonst auch nicht. Im Plenum haben sie ja uns oft recht gegeben und dann dagegen gestimmt. Das Typische, das ist eigentlich Standard bei denen. Linus? Ich wollte noch mal nachfragen, nur Interesse halber. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass im A17 der Ton, ich sage jetzt mal, noch rauer oder ist als jetzt im A18? Also rau ist der Ton nicht. Nein. Rau ist der Ton noch nicht. Achso, oder was war das Problem, weil ich gerade alle gesagt habe? Ich habe die Vergleichsmöglichkeit, von daher möchte ich das auch gerne beantworten. Der ist nicht großartig rau und das war auch nur wieder der Kollege Hovenjürgen, der das auch im gewissen Sinne flapsig meinte. Aber das sagt ja schon was darüber aus, wie man denkt, wenn man solche Bemerkungen macht. Nein, der Ton ist nicht rau, du hast halt nur, so wie bei uns im A18, der Schmelzer und der Wüst sich da gegenüberstehen, stehen sich da der Deppe und der Rest gegenüber. Ja, ich denke, das trifft es doch eigentlich ganz gut. Also, du hast den Busen vergessen. Ja, der Busen, ja, aber der ist nicht so relevant. Der Deppe ist da schon sehr hartnäckig, auch darin, Dinge zu verfolgen, die schon lange ad acta sein könnten. Also, der hakt auch beim dritten Mal nochmal nach, wo du denkst, boah, jetzt ist aber endlich gut. Ne? Das ist jetzt mehrfach beantwortet worden. Aber nee, das ist kein rauer Ton. Das ist auch zuweilen auch sehr lustig da. Ein bisschen lebhafter vielleicht als im A18, aber nicht rau.
Alles klar, gibt es zum A17 noch etwas? Sonst würde ich jetzt einmal kurz durchgehen, was wir mit dem Plenum machen und dann gehen wir schnell was essen. Also es gibt ja vielleicht eine aktuelle Stunde der FDP zum Thema EEG. Könnt ihr euch schon mal vormerken. Das sind nur die Vorschläge bisher. Ja. Das sind nur die Vorschläge, genau. Deshalb sage ich ja vielleicht. Ich gucke mal ganz kurz, ob wir noch irgendwas offen haben. Rohstoffgewinnung macht Danebot. Ja, Salzpipeline macht Danebot. Bot. Ach, für Sprengstoff ist Olaf zuständig, wusste ich gar nicht. Sprengstoff und Bestattung. Ja, das wurde jetzt ein bisschen aufgelöst. So. Ja, genau des Sprengstoffgesetzes und darunter direkt genau des Bestattungsgesetzes. Das passte sehr gut. So. Interessanterweise haben wir noch nichts für freie Berufe in Nordrhein-Westfalen stärken, europäische Semester kritisch begleiten, ist Wirtschaft. Ist noch nicht eingetragen gewesen im Plenum. Also wer dazu spricht? Ja. Okay, also das ist Daniel Schwert. Okay. Ich als Referent. Für was? Freie Berufe stärken. Das ist wieder so eine Geschichte, genau wie beim Handwerk zuvor, dass die EU da mal drauf schaut im ganzen deutschen Kammerwesen und Ständeordnung. Da ist die EU so ein bisschen kritisch und will es evaluieren. Und da gibt es einen ganz starken Gegenwind. Also die Kammern können dann hier alle anderen Parteien sofort mobilisieren, die sich sofort dagegen aussprechen, bevor die EU irgendwas vorgeschlagen hat. Okay, dann hoffe ich, dass Daniel Schwert das weiß. Ich habe es jetzt mal da reingetragen. Haben wir am Freitag noch Baugesetzbuch, das ist relativ einfach, da habe ich mich jetzt eingetragen, dann haben wir Einrichtung Enquete-Kommission, auch ich, dann kommt danach Danebot mit niederdeutscher Sprachpflege und danach kommt SPNV sicherstellen, von Stefan Fricker habe ich keine Rückmeldung gehabt, ich bin jetzt da auch als Redner drin eingetragen. Würde jetzt SPNV und Baugesetzbuch vorbereiten. Das heißt, der meldet sich ganz schnell. So, dann haben wir noch am Ende Uranoxidlager. Das ist auch nochmal Danebot. Was ist mit diesen Sturmschädengeschichten? Und jetzt wollte ich nämlich nochmal mit euch zusammen, das habe ich zum Ende geschoben, als Abschluss sozusagen nochmal überlegen, wie wir das mit den Sturmschäden machen. Weil da ist ja eigentlich durchaus auch der Kommunalausschuss gefordert, aber da hat von Kommunal hat sich noch keiner gemeldet. Ansonsten wäre es was man also wir zwischen haben unseren drei Ausschüssen A17, A18 und A02 ausmacht. Wir haben 16 Minuten, ne? Wir haben 16 Minuten, die wir frei verteilen können. Ich kann dazu, also 16 Minuten möchte ich nicht, für mich jedenfalls. Ich kann sicher 5 Minuten oder 8 oder sowas kriege ich hin. Aber dann werde ich einen bestimmten Aspekt halt beleuchten, mehr so allgemein, generell, Klimawandel und Klimaschutz und Krisenvorsorge, so die in die Richtung würde ich dann gehen wollen, wenn das okay ist. Und andere müssen dann eben den Rest der Zeit mit irgendwas ausfüllen. Also ich kann gerne was zu Infrastruktur natürlich machen und auch was Allgemeines. Die Frage ist nur, die Hauptfrage wäre, wer macht den Aufschlag und wer macht den ersten Teil? Und macht dort das Generelle und spricht auch die Finanzierungssachen an. Weil wahrscheinlich ja darüber gesprochen wird, nehme ich an, dass das Land eben übernehmen muss, die finanziellen Anforderungen, die Kommunen jetzt stellen. Und jetzt hat ja Herr Pricken gesagt, das Land kann das nicht bezahlen. Essen soll sich mal zurückhalten mit den Forderungen. Und ein Baum kostet nicht 2.000 Euro, ein Baum ist viel billiger. Wie sollen wir billigere Bäume nehmen? Irgendwie sowas in der Richtung läuft heute die Debatte. Irgendwas müssen wir natürlich dazu sagen. Ich weiß jetzt nicht, ich habe leider bei den Kommunalleuten noch nicht nachgefragt. Da muss man was tun. Die müssen vielleicht doch mal das ins Pad schreiben auch mal. Das ist echt ein Zustand hier. Ich bin sauer.
Ja, also da muss auf jeden Fall einer von Kommunalfinanz mit in den Ring. Also das sehe ich als Prio an der Stelle. Das finde ich auch, die sollten als Erste. Ich kann nach dem, oder aber als Erste oder nie ist mir egal, aber einer muss da mit in den Ring. Ich kann, kann man da letztendlich auch noch ad hoc entscheiden, wenn da der Tenor irgendwie anders ist. Aber ich gehe davon aus, dass es um die Finanzierung geht. Anderthalb Tage vor dem Plenum sitzen wir hier und es hat sich da keiner eingetragen. Das geht nicht. Ey, mach du mal jetzt an der Stelle. Vielleicht haben wir. Ich habe mich eingetragen. Ja, frühzeitig. Da ich auch gesagt habe, bei Bedarf, vielleicht dachten die, oh, steht schon genug. Das ist natürlich dann doof. Jeder fühlt sich halt keiner für zuständig. Aber wenn du Dietmar jetzt anrufst, dann nimmt man den Slot. Ja, aber Dietmar ist ja gar nicht Kommunalfinanzen, oder? Ist egal. Müsste man nicht eher, eigentlich muss auf Frank oder? Ja, gut. Das klären wir ja morgen in der Sitzung. Das ist dann schon relativ kurzfristig. Ja, aber schön, schon. Also wer von euch beiden redet, ist mir ja egal. Ich würde tatsächlich eher den Dänemark reden lassen in Sachen, was man... Klimaschutz liegt natürlich weiter, macht viel... Das ist ein Metathema. Ist ein Meta, genau. Muss man aber nicht, kann man auch noch besprechen. Vielleicht hat auch... Ja, können wir noch besprechen, aber ich würde es so machen tatsächlich. Ja.